Quick. So. Ich wollte den Bogen gerade mal gucken, womit der eigentlich schießt. Oh. Eisenpfeil. Eisenpfeil. Gut. Damit können wir hier die Stahlpfeile uns entledigen, die kein Gewicht haben. Ah, na super. Na, lass mal fallen. Nee, Auswahl nicht. Ja, da. Wie viele? Alle. Jo. So. Axt von Weißlauf. Eisenpfeile, Kaiserbogen, Mondstahl, Kriegsaxt. Das ist das Ding, was wir ausgewählt haben. Und das ist die Zweihänder. Ja, viel wert, ne? Alter Nordbogen, alter Nordpfeil. Komm, der macht 10 Schaden, der macht 9 Schaden. Tschüss. Ja. So. Also haben wir so den einen Pfeil auf Tasche. Den Eigenbogen, meine ich. So. Gucken wir mal, was da oben ist. Ein Loch. Für 53 Goldmünzen sind wir jetzt hier hoch. Ah. Ah. Komm, Lydia. Wir sind wieder oben. Haben wir unten noch was vergessen? Da war noch ein Hebel. Das war wahrscheinlich für... keine Ahnung. Ist egal. So, never mind. Pferdchen, bleibst du. Wir bleiben, gehen nur mal kurz hoch. Gucken, was hier noch geht. In der Unterkunft von den... Ah. Ein Schmiedeofen. Lydia. Mensch. Oh, Mondstein, Streitkolben. 15. Nimm mal mit. Leichte Rüstung schmieden. Schleifeneimer. Truhe. Ah ja, guck mal an. Wir haben hier drin Stahlschmiedstiefel. Erstmal Gold. So, Stahlschienenstiefel. Ist besser als was ich trage. Nehmen wir erstmal mit. Dann Rolle des Sturm. Astronarch-Beschwörung. Ja, nehmen wir mit. Eisenstiefel der Zugkraft. Nee. Goldene Halskette. Novizenrobe der Zerstörung. Nee. So, die Stiefel. Bekleidung. Stahlschienenstiefel. Wo sind meine Stiefel? Eisenrüstung. Stiefel. 12. 14. Nehmen wir. Den hier fallen lassen. So. Eisenschild. Ich brauche eigentlich kein Schild. Granatring. Goldene Halskette. Anlegen. Ich weiß nicht, was es bringt. Könnt ihr ja mal schreiben. Ich müsste es aber nachlesen. Was bringen diese Ringe und Ketten? Das ist wahrscheinlich nur Deko oder haben die auch irgendwelche? Müsste dabei stehen, oder? So. Schmied benutzen. Haben wir natürlich nichts, ne? Also hat sie das gerade auch schon erledigt. Junge, Junge, Junge. So. Hier haben wir reingelutzt, ne? Das war die Truhe gewesen. Und dann ist ja auch nichts weiter, was wir irgendwo brauchen. Diese Unterkunft sieht interessant aus, aber nu. So. Weiter geht's. Auf unserer Reise. Fetchen. Zack. Im Galopp. Zack, zack. Wo sind wir? Die Richtung stimmt. Ab dafür. Oh, ein Mammut. Ich glaube, ein Mammut sollten wir zufrieden lassen. Ei, ist das groß. Ei, caramba. Hallo Mammut. Das ist bestimmt cool, ey. Na, Lydia.
Du lässt das Mammut auch zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig laufe, aber der Pass sieht danach aus, dass ich hier irgendwie über den Berg komme. Oh, hi. Kann man hier mit denen und so interagieren? Hey! Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Oh, das ist super. Und ich laufe hier einfach mal so durch. Und hoffe auf eine schöne Konservation. Aber nö. Nicht dem Fall. So, hier sind wir jetzt auf dem Berg. Und gehen dann über den Berg. Oh, wieder so ein Schrein. Nichts zu sehen. Oh, Sackgasse. Gehen wir hier mal dran vorbei. Oh, Baum, Fels, Baum. Ja, so sieht's gerade draußen auch aus. Wer hätte es gedacht? Ey, wer bist du denn? Egal. Wer hätte es gedacht, dass diesen Jahr solch ein Wetter uns noch erwartet. Im neuen Jahr. Aktuell Januar, ja, müsste ja für euch auch noch Januar sein, logischerweise. Es hängt nur ein, zwei Tage hinterher. So ein paar. Ist der erste Schnee gefallen? Okay. Wir sind jetzt auf dem Berg, reiten wir hier mal vorbei. Schade eigentlich. Eigentlich hatte ich doch gehofft. Also gut. Was ist das denn? Was haben wir denn hier? Eisenhelm der großen Wiederherstellung. Eisenhelm der großen. Was war's für gut? Ach. Kriegsachse der Seelenschlingen. Nehmen wir mal mit. Hier, ey, Opfergaben und so. Cool. Oh, die Urne? Ne, die wollen wir nicht. Wir nehmen den Helm. Das, 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 das und das. Wir haben das Grab geplündert. Hihi. Oh, verdammt, ich bin zu schwer. Waffenbekleidung. Was haben wir denn jetzt hier? Eisenhelm der großen Wiederherstellung. Wiederherstellungshaber kostet 17% weniger Mal. Ah. Anlegen. Ablegen. So, was hat die noch? Waffe. Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Macht ähnlich viel Schaden wie meine aktuelle Waffe. Also jetzt sehe ich erst einmal. Na gut. Lass mal erstmal. Und der Roller da weg. Tschüss, Helm. Hoppa. Wir gehen hier. Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass das Wetter wieder jetzt schon besser wird, weil Winter, ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Wintertyp, eher. Das ist nicht so meins. Ich bin eher so der, der Sommerheld, Freund. Wir laufen hier. Wir könnten auch hier hoch. Ne, wir laufen runter. Ich bin eher der Sommertyp. Schön warm muss es sein. Winter ist immer so, gerade auch relativ frisch, nur 21 Grad hier in meiner Bude. Gut, liegt daran, dass ich die Heizung nicht so weit aufdrehe. Ist ja auch nicht billig, ne? Heizung und so. Man muss es ja nicht übertreiben. Lauf, du Vieh. So. Ich bin nur nicht sicher, ob wir hier richtig sind, aber es sieht so aus, als ob wir hier irgendwie erstmal runterkommen zumindest. Und die Richtung im Allgemeinen stimmt schon. Ich kann nicht reinzoomen komplett, ey. Ist schade. Nee. Das führt mich irgendwie wieder hoch. Ich will aber runter. Ah ja, okay. Ich
könnte auch abkürzen, indem ich einfach, wow, runterspringe, aber ich weiß nicht, wie der Fallschaden irgendwo sich auswirkt. Genau, das meine ich. Nicht, dass das Pferd zu Bruch geht und wir nachher dann zu Fuß unterwegs sind. Macht ja dann auch keinen Sinn, ne? Und die arme Lydia hinkt hinterher immer noch. Naja, lass laufen. So, jetzt müssen wir langsam mal links einschlagen. Scharf links, da sind Wölfe. Schon cool hier. Da ist ein Feuer. Gehen wir mal rechts. Das könnte nach einem Banditenlager aussehen wieder. Oder einfach nur Feuer. Halt, 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 halt. Riesen, Riesen, Riesen. Und Mammut. Nein, Riesen haben wir gelernt. Lassen wir erstmal. Wer weiß, wann wir uns den widmen können. So. Also ich habe es gerade hinter den Steinen hervorlutzen sehen, so ein Riesen. Ne? Zur Information für die Leute, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Wie Riesen. Hab das gesehen. Ja, Pech. Eine Hütte. Und ein Wolf hier irgendwo. Was haben wir denn hier? Es ist irgendwie immer irgendwas. Hier ist ein Mechanismus. Eieiei, hallo. Junge. Bam. Pferdchen, was lockst du hier an? Bösen Eiswolf lockst du an. So, wir kommen hier nicht ran. Hab ich das Gefühl. Also bringt uns das auch nichts. Hier sind zwar irgendwelche Gitter. Das hier sieht aus wie ein Tor. Alter Lydia! Mensch! Das hier sieht aus wie ein Tor. Lydia, mach mal die Tür auf hier. Damit wir da rein konnten, um den Hebel da umzulegen. Der aussieht wie so ein Fahrstuhl oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch nichts hier irgendwie von außen oder so. Irgendein anderer Hebel. Nun gut, dann lassen wir das. Pferdchen. Du das Wolfs anlockst hier. So, sorry Lydia, du musst weiterlaufen. Aktuelle Position, wir müssen links. Links müssen wir uns halten. Mitten durch die Pampa laufen wir, im verschneiten Land hier. Nee, jetzt ist hier ein Weg, der hier lang geht. Ja, sieht schon cool aus. Hatte ich schon oft genug gesagt, glaube ich. Hier haben wir schon wieder ein Dings. Aber da kommt man nicht weiter. Da ist auch schon wieder ein Hebel. Und hier ist auch nichts zu sehen. Lydia, erschreck mich nicht so. Kann das sein, dass es so eine Begrenzung ist, dass man erst mit einem gewissen Level hier irgendwo reinkommt dann? Dass sich das dann öffnet? Ich weiß es nicht. Dass ich hier eigentlich hätte gar nicht rumlaufen dürfen. Was ist das? Nichts, okay. Ich muss immer aufpassen, ne. Nicht, dass ich hier irgendeinen Riesen wieder in den Arm laufe. Eine Wegzweigung. Dieser Schnee, ey. Da hockst du im warmen Zuhause in der Wohnung. Freust dich auch ein bisschen zocken und so. Und dann kommst du hier und zockst und dann ist ja auch Schnee. Ha, hallo? Wer hätte das erwartet? Was für ein Schnee? So richtig dicke Flocken, ey. Aber mal ehrlich. Oh, wir haben hier wieder ein
Lager, Außenposten, was auch immer. Abgebrannte Hütte, okay. Hier hat jemand. Gucken wir mal, wo wir was finden können. Mal ehrlich, ich weiß ja nicht, wie die Generation ist, die jetzt hier zuguckt. Ich habe ja da leider keinen Überblick, welche Alters. Karunbumbarren. Gold. Wer lässt. Oh, ich trage zu viel. Ich bin langsam, ey. Lüdi, ah. Gott. Ich muss mal ein bisschen was entsorgen hier. Schlüssel, irgendwas, was hier schwer ist. Sonstiges. Becher, aha. Beschädigtes Buch, Gewicht 2. Tschüss. Bärenpelz. Brauche ich nicht. Diamanten. Ich habe keine Ahnung. Ach du je. Drachenknochen. Ja, tschüss. Das wiegt ja ewig, ey. Drachenschuppen. Ah, scheiße. Das ist eigentlich Drachenzeug. Kann ich das auch wieder zurückholen? Nee. Holzteller. Ja, wer braucht das denn? Krüge. Oh Gott. Makelloser Papierrolle. Silberbarren. Wolfspelze. Tschüss. Oh. Achso, hier. Ja, alle. So. Wolfspelze. Winziger sehen der Stahlbarren. Der ist natürlich. Ah ja, Stahlbarren wiegt 1. Ja. Silberbarren 1. Makellos, Fackel, Eisenbarren, nicht 1. Granatstein 0,1. Dietrich, die brauchen wir. Drachenschuppen, die nehmen das Drachenzeug gleich wieder auf, keine Sorge. Den Becher brauchen wir nicht. So. Wir nehmen den Schuppen. Den Schuppen. Beschädigte Bo. Wo sind die Schuppen? Da. Knochen sind das. Oh, die sind natürlich relativ schwer. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Kleidung, Hut. Nein, danke. So. Denn das scheint mir wert oder auch interessant zu sein. Vielleicht braucht man es ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Hütte geplündert. Weiter des Weges. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Ich weiß nicht, also ich erinnere mich schwierig dran, wo es wirklich mal richtig, richtig dolle und schön geschneit hat, wo man wirklich auch sagen könnte, dass man da mal hätte mit einem Schneemann machen können. Wisst ihr, was ich meine? Oh, es hat aufgehört. Oh, und oh, oh, oh. Entdeckt. Ja, ja. Wow, wow, wow. Todesbeschwörung. So, wo ist der nächste? Wie? Wo ist mein Pferd? Da ist jemand. Ah ne, es ist Lydia. Ja, Lydia. Ich habe das Pferd auch hier irgendwo gerade gehört. Ah, da. Da bist du. Ist das unser Ziel? Ja. Das ist unser Ziel. Tatsache. Ganz kurz back to topic, weiß nicht, wie er sich daran erinnert, mal irgendwann mal wirklich so einen Schnee gehabt zu haben, wo man echt mal wirklich sagen konnte, dass man da hätte auch was mit machen können. Also sprich, so richtig wintermäßig halt, ne? Hatte ich schon lange nicht mehr. Schon echt ewig her. Also jetzt in meiner Region, ne? So im Norden, wo ich hocke. Jetzt reden wir nicht von den Leuten in Bayern, die wahrscheinlich jetzt schon Schnee oder. Weiß ich nicht, was haben. Ich suchte eben gerade den nächsten Banditen noch. Wo war denn der? Ach ja. 4. Nichts Interessantes. Und wo war der andere? Hier war doch noch ein. War da nicht nur einer? Naja, egal. Nevermind. So, jetzt hier Aufgabe weiter gucken. Hier geht's runter. Da geht's rein. Hier liegen Banditen. Nichts Interessantes. Hier ist ein leerer Sack. Eine Truhe mit einem Amethysten, einem Kornbarren und Gold. Und Zaubertrank nehmen wir mit. Jawohl. So. Ustengraf. Kurz vor 7. Cool. Haben wir es ja fast geschafft.
So, Knochen braucht man nicht. Was haben wir denn hier? Oh, da hinten ist jemand am Rumfackeln. Der Dietrich, das Gold. Oh nein, da habe ich es im Fleisch genommen. Was macht... Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eis... Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht... Was? Oh nein. Komm her, lauf nicht weg. Himmelkrank gehört dem Lord. Müsst sterben. Alt. Lydia. So. So, wo ist jetzt... Ach, da ist auch noch jemand. Oh, Lydia!